schön. Einen wunderschönen guten Abend und ganz herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Heute-Show. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Vielen Dank. Die erste papstlose Ausgabe der Heute-Show. Hatten wir noch nie. Ja, liebe Zuschauer, bevor wir uns nun dem ganzen deprimierenden Zeugs widmen, erstmal ganz herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Philipp Rösler, meine Damen und Herren. Ja. Happy Birthday, Mr. Vizekanzler. Fipsi Rösler feierte diese Woche seinen 40. Alberner Versprecher. Seinen 40. Geburtstag mit 1000 geladenen Gästen in Berlin. Komisch, meine Einladung muss in der Post irgendwie verloren gegangen sein. Die alte Frage, was schenkt man einem Mann, der so gar nichts hat, meine Damen und Herren? Das Geschenk von de Maizière war schon mal frech. Cool, ein potthässlicher Tarnfarbenbär. Den nehme ich als Türstopper im Gästescheißhaus. Aber dann der Gipfel der Geschmacklosigkeit. Was ist das denn bitte? Ist das ein Sarg mit Röslers Namen drauf? Tief soll er liegen, tief soll... Leute! Wer schenkt sowas? Wir haben nicht rausgesucht, was das sein soll. Ja. Andererseits, ne, es wirkt geschmacklos, aber seine eigenen Parteifreunde wollten Rösler neulich noch politisch beerdigen. Aber wenn es umsonst was zu saufen gibt, dann kommen sie alle wieder angeschleimt. Heuchlerpartei, du. Womit wir auch schon bei der Heuchlermeldung der Woche werden, meine Damen und Herren. Angeblich, und ich sage es nochmal, angeblich ist die FDP jetzt auch für den Mindestlohn. Also sowas in der Art. Einen einheitlichen, flächendeckenden Mindestlohn? Nein. Wir können uns sehr wohl vorstellen, dass man das, was es heute beim Mindestarbeitsbedingungsgesetz gibt, das heißt das Hauptausschuss, zu einer Art unabhängige Kommission erweitert wird. Es gibt so etwas Großbritannien, nennt man dort Royal Commission. Sind Sie jetzt dafür oder für was? Das ist wirklich verblüffend. Immer wenn er Englisch spricht, kann ich ihn plötzlich verstehen. Also, der Teil, den ich verstanden habe, Schwarz-Gelb will so eine Art Mindestlohn im Sinne von gar kein Mindestlohn. Die wissen, der Wähler steht heute auf, na, komm, hier, diese eine Sache, wie heißt die sentimentale Scheiße noch? Gerechtigkeit. Ne? Also sagt man, wollen wir im Grunde auch. Dafür müsst ihr doch nicht die SPD wählen. Die Merkel macht das echt super clever. Ne? Erst nimmt sie Steinbrück das Thema Mindestlohn weg. Dann die Altersarmut. Und als allerneuestes klaut sie ihm auch noch das schöne Thema Homo-Ehe, meine Damen und Herren. Ist das gemein? Gnadenlos, die Frau. Themenklau ohne Ende. Ist gemein, funktioniert aber super. Ne? Die Union öffnet sich diese Woche, habe ich gelesen, sogar der Gleichstellung der Homo-Ehe. Die ganze Union? Nein. Ein paar Aufrechte wissen noch, wofür das C in ihrem Parteinamen steht. Ne? Nämlich nicht für Kunilingus, meine Damen und Herren. Ja, liebe Kinder, googelt das Wort ruhig mal zu Hause. Ein Aufrechter ist zum Beispiel Norbert Geis. Kennen Sie den? Er hier. Ja. Uraltes CSU-Urgestein. Los, Nobby, Attacke! Zunächst eine kurze Vorbemerkung. Unter homosexuellen Eltern habe ich mein Problem. Ich verstehe nach wie vor unter Eltern Vater und Mutter. Mhm. Und das andere ist mir zu konstruiert. Ja, das geht doch gar nicht. Das ist total konstruiert, ist das. Also, bitte Sie. Sehr konstruiert. Guckt auch so böse. Sehr konstruiert. Ne? Beim richtigen Paar muss immer mindestens einer dabei sein, der menstruiert, meine Damen und Herren. Meine Meinung. Übrigens, das nur noch mal fürs Protokoll, wird die Union vom Verfassungsgericht gezwungen, die Homo-Ehe gleichzustellen. Machen die nicht freiwillig. Ne? Nach dem Urteil, dem letzten Urteil, twitterte CDU-Frau Erika Steinbach, weiß nicht, ob Sie die kennen, die ist polnische Ehrenbürgerin und ich glaube, sie ist auch die Mutter von Eva Herrmann. Die twitterte, wer schützt eigentlich unsere Verfassung vor den Verfassungsrichtern? Und noch wichtiger,
Wer nimmt Erika Steinbach endlich das Handy weg, meine Damen und Herren? Na, immerhin, die Frau heuchelt wenigstens nicht. Noch im Dezember war das hier die gängige CDU-Position. Ich glaube, dass es noch immer, und das sagen auch viele Psychotherapeuten, dass es für Kinder schon das Beste ist, vor allem für Buben, wenn sie Vater und Mutter beide Elemente in der Erziehung haben. Ja. Also, nein, wirklich. Gerade für Buben ist das total wichtig. Ne? Bei Mädchen ist eh wurscht. Ne? Die heiraten irgendwann hoffentlich einen Buben. Naja. Wenn es nach unseren offensichtlich völlig durchgeknallten, drogennehmenden Verfassungsrichtern geht, dann dürfen Homosexuelle demnächst sogar Kinder adoptieren. Onkel Geis explodiert vor Wut das Sprachzentrum. Wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen? Das erste, was ein Kind sagt, ist Mama. Oder das zweite ist dann Papa. Papa sein. Also ja, aber es sagt nicht Mama, Mama und sagt nicht Papa, Papa. Es kann auch ein Kind Papa, Papa haben und Mama, Hammer. Was? Natürlich. Mama Hammer. Also bei aller Toleranz, da bin selbst ich dagegen, dass eine Frau ihren Hammer heiraten darf, meine Damen und Herren. Das ist wirklich krank. Hut ab für Norbert Everhärte Hammer Geis. Nebenbei auch der ungekrönte König des beleidigten Abgangs im Bundestag. Müssen wir darauf achten, geht immer so weg. Auch wenn ihm das diese Woche am Schluss schon wieder leicht vom Text her verrutscht, wenn Sie genau hinhören. Und es gibt fast keine Adoptionen, weil die Eltern, die ihre Kind zur Adoption freigeben, natürlich haben wollen, dass das Kind in einer vernünftigen Gemeinschaft lebt, nämlich bei Vater und Mutter und nicht bei Papa und Mama. Dankeschön. Ehrlich jetzt. Hat er doch recht. Ja. Hat so. Papa und Mama, wie pervers ist das denn? Ach, übrigens noch ein kurzes Wort der Warnung an unsere vielen homosexuellen Zuschauer. Wieso wollt ihr überhaupt heiraten? Seid ihr total bescheuert? Liebe Schwule, das seid ihr heute. Ich sage euch, 5 Jahre Ehe und ihr seht so aus. Ja! Glaubt mir, ich weiß, wovon ich spreche. Ja. Ja. Das ist schön. Würde ich noch mal gut drüber nachdenken, ob ihr das wollt. Ne? Ein Ehejahr sind umgerechnet 7 Menschenjahre. Die Merkel pokert hoch. Das gibt Ärger zu Hause. Die Merkel pokert hoch, sage ich noch mal. Wenn die mit der Aktion, wenn sie das durchziehen, nicht mal Stammwähler verprellt. Besonders in der CSU ist man weiter strikt gegen die ganze Homo-Sache. Gut so, sagt Christian Ehring vom Interessenverband Bayern für mehr Homophobie. Christian, wichtigste Frage. Seit wann sind Sie denn Bayer? Seit dieser Woche. Ach. Aus Prinzip, jawohl. Nichts ist schlimmer als geheuchelte Toleranz. Dann lieber ehrliche Intoleranz, die von Herzen kommt. Kruzi Türke noch einmal. Sakra. Wie war das? Sakra Dingens. Entschuldigung, ich bin erst seit 2 Tagen Bayer. Ja. Aber warum eigentlich, um Himmels Willen? Wer wird denn freiwillig Bayer? Na, um ein Zeichen zu setzen natürlich. Nur damit die Merkel ein paar Stimmen im linken Lager abgreift, sollen ehrliche bajuwarische Urviecher jetzt plötzlich gut finden, dass, ich sag's jetzt einfach mal, dass derer Hinterlader heiraten dürfen. Was hat das denn noch mit Bayern zu tun, wenn sich Mann und Mann und Frau gegenseitig, ist ja auch egal, Himmi, Herrgott, Sackel, Zement, Sackgat. Ich habe mir irgendwo noch ein paar bayerische Flüche aufgeschrieben hier. Hören Sie mal auf. Sprechen Sie wie ein Mensch mit mir. Und erklären Sie mir lieber mal, was Ihr Freund Horst Seehofer damit gemeint hat. Was wir inhaltlich wollen, dass wir auch in der Zukunft Ehe und Familie in besonderer Weise schützen. Schützt die Ehe schützen? Vor wem denn bitte? Wieso bedroht es die Ehe, wenn Homosexuelle die auch haben dürfen? Die Ehe ist halt eine von Gott gewollte heilige Institution, mit der man Steuern spart. Und die Kohle, seien wir ehrlich, die Kohle reicht doch gerade so für uns Normale. Da kann man doch nicht hergehen und nur noch sackweise Geld in Schwule stecken. Sorry. Haben Sie blöd ausgedrückt? Ich hab's blöd ausgedrückt. Ja. Ja. Die Formulierung war jetzt nicht ganz. Das hat er unglücklich formuliert, absolut. Ja, dieses heuchlerische Gelaber vom Schutz der Ehe. Wenn ihr die Ehe so toll findet, ja, dann freut euch doch, dass Homosexuelle da auch mitmachen wollen bei der Spießer-Institution. Die Ehe gehört aber uns.
Sapperlot, mir sind die, die sich bis an ihr Lebensende mit der gleichen dicken Alten vorm Fernseher zu Tode langweilen. Wollen Sie das jetzt auch noch nehmen? Nein, das können Sie auch gerne weiterhin tun. Ja, es macht mir aber keinen Spaß mehr, wenn die das auch dürfen. Felke, verstehen Sie das überhaupt nicht? Das bedroht den Markenkern der CSU. Mindestlohn geschenkt, ob da so eine Ostfriseuse 3 oder 4 Euro kriegt, in Gottes Namen. Aber Homo-Ehe, da ist für mich Feierabend. Homo-Ehe, da kann ich einfach nicht dahinter stehen. Blöd ausgedrückt. Schon wieder blöd ausgedrückt, wirklich. Was ist denn los heute? Reg dich aber auch auf. Christian Ehring vom Verband für mehr Homophobie. Ich sage Ihnen mal eins, gerade in der bayerischen Kultur, Herr Ehring, gerade in der bayerischen Kultur gibt es so Rituale, wo ich oft gedacht habe, so richtig hetero ist das aber auch nicht. Also bitte. Moment mal. Moment mal. Das ist sehr hetero. Heteroer geht's gar nicht. Ja? Das sind einfach gut gebaute junge Burschen mit wunderbar strammen Waderln, die sich sehr männlich ein paar Watschen geben. Das hat mit Rumgeschwule nichts zu tun. So, und jetzt lasse mich mal kurz hier meine pralle Weißwurst zuzählen. Ich fürchte, selbst diesen Anblick muss ich tolerieren. Christian Ehring, meine Damen und Herren. So, meine Damen und Herren. Vorgestern, ich kann mich nicht konzentrieren, mit der hier seine Wurst lutscht nebenan. Vorgestern haben wir alle schon mal einen kleinen Vorgeschmack bekommen, wie das demnächst sein wird, wenn, und jetzt kommt echt ein Burner, wenn Peer Steinbrück im Herbst Kanzler ist. Verzeihung. Am Mittwoch, kurz nach der chaotischen Wahl in Italien, haut Steinbrück, die unverbesserliche Gag-Kanone, den hier raus. Bis zu einem gewissen Grade bin ich entsetzt, dass 2 Clowns gewonnen haben. Ein beruflich tätiger Clown, der auch nicht beleidigt ist, wenn man ihn so nennt, Grillo, und ein anderer, der definitiv ein Clown mit einem besonderen Testosteronschub ist. Ja, kurz gesagt, der Pizzaknete an sich ist zu doof zum Wählen, Freunde. Nennt der wirklich die Wahlsieger Grillo und Berlusconi Clowns? Und jetzt raten Sie einfach mal, wer deswegen stinkbeleidigt war. Richtig, Deutschlands berühmtester Clown Bernhard Paul, meine Damen und Herren. Zitat, ein Zirkusclown ist kein Depp, den man auf eine Stufe mit Berlusconi stellt. Völlig richtig. Völlig richtig. Ja. Hat er recht. Ja, aber man kommt langsam nicht mehr mit. So, wer fordert jetzt alles eine Entschuldigung von Steinbrück? Also die Deutsche Clown-Gewerkschaft natürlich. Und 2 so Opas. Ich glaube, einer ist Präsident von Italien, den anderen kenne ich, glaube ich, gar nicht. Denken kann ja jeder, was er will, aber wenn man über ein befreundetes, verbündetes Land und das Ergebnis einer freien Wahl spricht, muss man bei der Wortwahl wirklich sehr ausgewogen sein. Ich will es nicht kommentieren, manches kommentiert sich eben auch von selbst, gell? Steinbrück kenne ich gar nicht. Die reden über den wie über so einen Problem-Teenager bei RTL 2. Machen wir uns nichts vor, es ist halt nicht heilbar beim Peer. Er ist als Baby in einen Kessel voller Fettnäpfchen gefallen. Aber das wird super, wenn der erst Bundeskanzler ist. So, wo geht's morgen hin? Staatsbesuch, Türkei. Warte mal, da bringe ich was mit. Kümmel, natürlich. Und dann Afrika, da nehme ich doch mein Buch mit. Die 100 besten Pygmäenwitze, meine Damen und Herren. Das wird toll. Aber was die italienischen Clowns angeht, da hat Steinbrück in der Sache übrigens völlig recht. Stärkste Partei ist die von Beppe Grillo, tatsächlich ein gelernter Komiker. Beharrt aber darauf, der Normale zu sein in dem Laden. This is crazy, know me. I am normal. Normal, I am normal, okay? Ich bin auch normal. Ich werde Bundeskanzler. I am normal. Ja. Dieser normale Komiker führt ab sofort die wichtigste Partei in der drittgrößten Volkswirtschaft Europas. Stimmt das eigentlich, dass der Komiker hauptsächlich Wahlkampf gegen Merkel und ihre Sparpolitik gemacht hat?
Ich appelliere an euch, bitte, ihr Deutschen, macht, marschiert hier ein, kommt hierher. Wir wollen, dass ihr hier deutsches Leben und Sitten einführt. Bitte, marschiert hier ein. 2, 3, 4, 5. Dann machen wir das. 1, 2, 4, 5, meine Damen und Herren. Siehst du? Der mag uns Deutsche. 25% holt der Typ. Mit einem Wahlkampf, der zu 100% aus Rumbrüllen besteht. Warte mal. Diese Idee, wütender kleiner Mann ist gegen alles und regt sich furchtbar auf, die ist doch geklaut! Ist das Parmala? Ist das Telekom? Ich bin Argentini! Vaffanculo! Laiendarsteller! Per la mia figlia fra vent'anni! Ich geb's dir! La voglio nessa! Wie ich sie hasse! Sie liebe! Seh ich aus wie ein Idiot! Ha! Ich verlieb dich! Leck mich doch alle! Danke mal. Ich habe den Verdacht, Sie würden Hassknecht wählen, oder? Sie brauchen aber auch Hilfe. So, nein, inhaltlich überzeugt mich das von beiden. Wofür ich kein Verständnis habe, ist der andere Clown. Genau, Graf Viagra hier. Der hat Italien doch die 2 Billionen Euro Schulden eingebrockt. Wieso wählt denn überhaupt nur einer? Der Spacko hier hat Italiens Ruf ruiniert und zwar weltweit. Neulich war ich im Kongo und steige in ein Taxi, erzählt Fotograf Toscani. Und dieser Schwarze am Steuer fragt, woher ich komme. Ich komme aus Italien, sage ich. Das sagt er als erstes zu mir. Bunga, bunga. Ja, natürlich. So reden die Kongolesen mittlerweile über Italiener. Ne? Die arbeiten nix und wollen den ganzen Tag nur bumsen. Jetzt mal im Ernst. Diese Wahl war doch ein einziger Hilferuf. Die Italiener stehen gerade mit dem Rücken zur Wand. Und da frage ich Sie, was wäre da denn bitte bei uns in Deutschland los? Stellen Sie sich vor, es wäre Wahl und Sie müssten sich entscheiden zwischen 4 Kandidaten. Einem Clown, einem wegen Steuerhinterziehung verurteilten Milliardär, einem linken politischen Apparatschik, der von Wirtschaft überhaupt nichts versteht, und einem konservativen Wirtschaftsprofessor, der wiederum nichts von Politik versteht. Ja, stellen Sie sich das doch bitte mal vor. Sie könnten im September nur wählen zwischen einem Clown, einem Milliardär, einem linken Apparatschik, der nichts von Wirtschaft versteht, ja, und einem Wirtschaftsprofessor, der nichts von Politik versteht. Nochmal Steinbrück. Ein Albtraum. Ein Albtraum. Ja. Wir dürfen da gar keinen Stab brechen über die Italiener. Kein Wunder, dass sowas Ähnliches zu einem unlösbaren politischen Patt führt. An den Börsen herrschte nach der Wahl in Italien jedenfalls helle Aufregung mit Tendenz zur Panik. 20 Milliarden Euro hat der italienische Wahlkrimi weltweit an den Börsen vernichtet. Die Rückkehr eines gewissen Silvio Berlusconi. Der Schock sitzt tatsächlich tief. Genau das, was wir nicht haben wollten. Eine Frechheit, wie können diese Italiener einfach was wählen, was deutsche Anleger nicht wollen? Wir schalten mal an die Frankfurter Börse zu Albrecht Humboldt, der ja selber gerne spekuliert, wie man sieht. Albrecht, na? Mal wieder ordentlich Geld versenkt? Sehr witzig. Ich sage das ja seit Jahren. Das ganze Konzept Demokratie, es ist doch totaler Irrsinn. Das kommt nämlich dabei raus, wenn man jeden wählen lässt, wie er will. Sogar Italiener. Der Monti hat denen gerade das Sparen beigebracht. Und wen wählen die Bekloppten? Den Clown und den Bums-Zombie! Na, vielen Dank auch, mille grazie, stupidos! Wieso dürfen neuerdings eigentlich die Börsen freie Wahlen benoten, wie in der Schule? Ja, wer denn sonst? Und diese Wahl, Oliver, die müsste man den Italienern korrigiert zurückgeben. So, Luigi, das war nix. Jetzt wählst du schön nochmal. Und guck nicht so genervt. Es ist für uns alle hier die 6. Stunde. Ja.
Albrecht, die Italiener sind verzweifelt. Immer mehr Arbeitslose, null Wachstum. Und wir wundern uns, dass die Kasperle und Seppel wählen. Ach, es ging doch bergauf. Die Zinsen für italienische Staatsanleihen gingen doch gerade wieder runter. Ja, aber den Menschen geht's immer schlechter. Die Menschen. Gehen Sie mir nicht auf den Sack! In der Krise geht's doch nicht um Menschen. Krise ist, wenn ich Geld verliere. Die Menschen können mich mal. Ja. So ähnlich sehen das Frau Merkel und Herr Schäuble auch. Die Italiener sollen einfach weiter sparen und die Schnauze halten. Ja, exaktamente. Den Italienern geht's doch heute immer noch viel besser als, sagen wir mal, vor 70 Jahren. Es ist nicht wie nach dem Zweiten Weltkrieg, als wir nichts hatten. Jetzt haben wir 3-4 Hemden zum Wechseln. Siehst du? 3-4 Hemden. Gut, für die ganze Familie, aber so kalt wird's doch bei denen auch nicht. Jeder dritte Italiener unter 18 lebt an der Armutsgrenze. Und gut ausgebildete Männer müssen wieder zu Hause einziehen, bei ihrer Mutter. Ja und? Was ist denn daran schlimm? Ich wohne auch bei meiner Mutter. Da ist das Zimmer aufgeräumt und es ist jeder Tag Miracoli-Tag. Mhm. Bei Ihnen klingt das, als wäre das was Schlechtes. Die Italiener müssen jetzt endlich mal lernen, dass Eigenverantwortung... Mama, du sollst mir doch mal Essen nicht zur Arbeit bringen. Das ist voll peinlich hier vor den Kollegen. Mama, hör doch. Wie süß. Albrecht Humboldt, meine Damen und Herren. Hat den Kassenbuch gespuckt? Albrecht Humboldt. So. Warte mal. Was machen wir jetzt? Genau, irgendwas mit Eiern. Aber, nein, keine Angst. Diese Woche gab es ausnahmsweise mal keinen neuen Lebensmittelskandal, lediglich einen Betrugsskandal in der Lebensmittelbranche. Das ist was völlig anderes. Sie kennen ja sicher die alte Bauernregel. Eins musst du vom Essen wissen, beim Einkauf wirst du nur beschissen. In Deutschland wurden wahrscheinlich jahrelang Millionen von Bio-Eiern verkauft, die gar keine sind. Schlimm. Um in die richtige Stimmung für dieses traurige Thema zu kommen, spielt nun das heutige Orchester die bekannte Ballade »Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad«. Verschwenderisch umgehen wir nicht. Ja. Unser Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. Das ist eine sehr gute Frage. Sind die Eier noch bio, wenn Oma mit der Zündapp durch den Stall gebrettert ist? Gegen ein Drittel der niedersächsischen Bio- und Freilandbetriebe wird ermittelt. Gegen ein Drittel, weil sie zu viele Hühner auf zu engem Raum halten. Dabei gibt es doch in diesem Land Dutzende Bio-Siegel. Wieso bitte fällt so ein Riesenbeschiss jahrelang nicht auf? Ich habe, wie gesagt, in 20 Jahren als Biobetrieb keine unangemeldete Kontrolle bei mir auf dem Hof erlebt. Daran könnte es liegen, meine Damen und Herren. Es gibt tatsächlich viel zu wenig Kontrolleure und tatsächlich, leider auch kein Spaß, fast nur angekündigte Kontrollen. Meistens guckt der Kontrolleur noch nicht mal in den Stall, sondern verlässt sich auf die Angaben des Züchters. Wir haben das für Sie mal detailgetreu mit Laien nachgestellt. Guten Tag, angekündigte Kontrolle. Wie viele Hühner halten Sie denn hier auf Ihrem Biohof? 4. Aha! Würden Sie mir das auch schriftlich geben? Klar. Okay, dann ist ja offensichtlich alles in Ordnung. Hier ist Ihr Biosiegel. Schönen Tag. Aber ich behalte sie im Auge. Ja, ist gut. Ja. Ich weiß, das nennt man wohl Mitleidsapplaus. Ich weiß, es wirkt wie ein sehr schlechter Sketch aus Nonstop Nonsense, aber genauso läuft es in der Realität. Und auch der Pferdefleischskandal hört einfach nicht auf. Die Nachricht der Woche: IKEA nimmt Köttbullar vom Markt. Was sollen meine Kinder jetzt samstags essen? Zum Glück gibt's bei IKEA noch Hotdogs. Das ist sowieso die einzig ehrliche Produktbezeichnung. Wir brauchen
Und hier nähern wir uns dem Kern des Problems. Wir brauchen in Deutschland nach wie vor leider wahnsinnige Massen von Fleisch. Lutz van der Horst fragt nach, und zwar beim wichtigsten nordrhein-westfälischen Labor für Verbraucherschutz. Was für Tiere könnte man denn noch durch den Fleischwolf drehen? Also wir brauchen ja Fleisch, ja, möglichst billig. Was bietet sich noch an? Ja, wir haben die schlachtbaren Tiere. Wir müssen ja in Deutschland 80 Millionen Leute satt bekommen. Das heißt, wir reden hier von den großen Mengen. Giraffen sind groß. Ja, da ist aber viel Hals dran. Ne? Also unsere Leben, viel Knochen, das macht wieder sehr viel Arbeit. Elefant. Ja, aber ich habe bis jetzt noch wenig Schlachtstätten für Elefanten gesehen. Außerdem wird das wahrscheinlich auch noch ein Problem geben mit der Zerlegung, mit der Schlachtung. Orang-Utans. Ja. Wie sieht es damit aus? Absolutes Schlachtverbot. Ne? Ne, genau wie bei den Feliden, bei den Katzenartigen, bei den Hundeartigen. Auch bei den Affen haben sie ganz große Probleme. Was ist eigentlich mit unserem Charlie passiert? Charlie kenne ich nicht. Den Affen. Das tut mir leid, das weiß ich wirklich nicht. Nach dem Pferdefleischskandal sind die Deutschen zutiefst verunsichert. Wir wollen das Vertrauen wiederherstellen in ein tolles, frisches Produkt. Kommt, Silberpfeil, Wendy, auf geht's! Die brauchen sie nicht mehr zu füttern, die sind heute Abend tot. Nein, sicherlich nicht. Das glaube ich aber schon. Aus der Keule machen wir nachher die Rinderrouladen und aus der Lende machen wir die Rindersteaks. Also wenn ich jetzt ganz ehrlich wäre, ja, und jünger wäre, hätten wir flach gelegen. Wer sollte Ihrer Meinung nach denn eher getötet werden? Ein freundliches Rind oder ein hinterlistiges Pferd? Das Rind, auf jeden Fall. Und wenn das Pferd Sie vorher gebissen hat? Das Pferd wird sicherlich seinen Grund haben, weshalb das ist. Okay, machen wir mal einen Test. Fass! Fass, Silberpfeil! Fass! Die armen Tiere und der Dreck sollen die im Bodjahr hinlassen, sollen das selber fressen. Die tun ja nur die kranken Tiere. Haben Sie nicht gestern auch in dem Fernsehen gesehen? Sparen Sie sich, den Gang in die Apotheke. Wieso? Da sind ja Medikamente drin in den Pferden. Ja, weiß ich. Ja. Ich habe meine eigenen Medikamente. Ich brauche nicht von den Tieren, die Medikamente. Die Würde des Tieres ist unantastbar. Kommen Sie ruhig. Sie lieben Pferdefleisch? Wollen Sie es in der Version oder ganz frisch? Ganz. Ja, ich hab geguckt, ich hab sogar Hackfleisch gekauft, weil ich dann gleich Hackfleisch mache. Ob da Pferdefleisch drin ist? Naja, man könnte ja auch offen damit umgehen und sagt, wir machen jetzt Hack nicht halb und halb, sondern wir machen Hack halb und halb und halb. Welches Tier sollte denn Ihrer Meinung nach in der Rinderbolognese sein? Schweinefleisch. Wer hätte das gedacht? Das Vertrauen in Pferdefleisch ist wiederhergestellt. Das sind doch mal gute Nachrichten. Leider nicht für euch Jungs. Lutz van der Horst von der Pferdelobby. Ja, ich lese gerade. Es zieht einen so runter. Habe ich mir auch nicht ausgedacht. Meldung von heute. Tausende Höfe in Überraschung Niedersachsen mit hochgiftigen Futtermitteln aus Serbien beliefert. Ich kann es echt nicht mehr hören. Und ich frage einmal mehr. Was macht eigentlich unsere Verbraucherschutzministerin Ilse Aigner den lieben langen Tag? Kann mir das mal einer erklären? Mir und den anderen dummen Kindern. Herzlich willkommen zum Tina-Entenclub mit Tina Hausten. Das hier ist die Ilse Aigner. Hallo! Und die Ilse, die hat den tollsten Job auf der ganzen Welt. Die muss nichts machen. Nur morgens Zeitung lesen. Und wenn da steht, Pferdefleisch in der Lasagne oder Bio-Eier gar nicht Bio, dann sagt sie ganz laut, ich finde das nicht gut. Dagegen müsste doch mal einer was machen. Echt jetzt? Ja, zum Beispiel die Ilse. Die könnte mal was machen. Was? Ich? Nein, 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 nein. Das ist alles Ländersache. Aha. Und wofür brauchen wir dich dann? Hört bloß nicht auf den dicken Mann, Kinder. Der ist ganz, ganz doof. Ich haue hier einen 10-Punkte-Aktionsplan nach dem anderen raus. Das heißt,
Ich kann die Zahlen von 1 bis 10. Yeah! Ja, wow! Ja, super! Und das reicht, um in diesem Land ein Ministerium zu bekommen? Nein, man muss auch regelmäßig ein empörtes Gesicht machen. Ungefähr so. Und das komplette ABC auswendig können. Gerne buchstabiere ich Ihnen die Ergebnisse meiner Verbraucherpolitik durch. A wie Anlegerschutz, mehr Transparenz durch die Einführung von Produktinformationsblatt. B wie Buttonlösung. C wie Charta für Landwirtschaft und Verbraucher. D wie Datenschutz im Internet. E wie Energiepreise. F wie Futtermittelüberwachung. Bitte? Das hat die doch nicht ernsthaft mit allen Buchstaben bis zum Z gemacht. Doch, Oliver, natürlich hat sie das. Auf der Zuschauertribüne haben die Kinder angefangen zu weinen. Tante Ilse, hör auf, meine Ohren bluten. Ja, aber die Ilse hat's eisenhart durchgezogen. Stimmt's, Ilse? Ja, das hab ich. Ich war voll super. Wo war ich stehen geblieben? Bei G. Oh nein. G wie Geldautomatengebühren. H wie Honorarberatung. Dazwischen steht das X. Wir machen den Menschen und den Verbrauchern kein X für ein U vor. Z wie zu gut für die Tonne. Meine Damen und Herren, leider ist das Alphabet nicht länger und leider ist meine Redezeit auch nicht länger. Leider? Hat sie leider gesagt? Hat sie wirklich? Hat sie wirklich leider gesagt? Ja, halt die Klappe, Wurstgesicht. Was? Ich bin noch nicht fertig. Die Bundesregierung hat den Verbraucherschutz für den Verbraucherschutz mehr getan wie jede Bundesregierung zuvor. Ja, und die Ilse spricht schlechter Deutsch wie jede Ministerin zuvor, liebe Kinder. Ja, ich hab's euch ja gesagt, Kinder. Man muss nichts können, außer buchstabieren. Komm, Olli Bolli, wir buchstabieren mal das Wort Eigner. Hm. Los geht's. Von mir aus. A wie Analphabetin. I wie ich geht schon wieder Scheiße im Essen. G wie geht mich doch nichts an, da sollen sich die Länder drum kümmern. N wie nie wieder CSU wählen. E wie was? E wie es ist erst März und wir haben schon zwei Lebensmittelskandale verflucht und so. Ja, und R wie riecht das Essen auch nach Wert, schmeiß es trotzdem auf den Herd. Yeah! Tina Eichner, meine Damen und Herren. Ja. Für unsere kleinen Zuschauer. Und nun zum Schluss noch eine persönliche Frage. Verplempern Sie auch immer wieder kostbare Zeit, indem Sie sich persönlich mit anderen Menschen unterhalten? Das muss nicht sein, dank der sozialen Netzwerke. Man könnte sich auch persönlich unterhalten, aber man erfährt lange nicht so viel, wenn man persönlich mit jemandem redet, als wenn man bei Facebook eben das Profil anklickt. Recht hat sie. Persönlich mit Menschen reden ist das Hinterletzte. Das war die Heute-Show. Jetzt kommt Aspekte. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss.